Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir bauen uns heute eine Fischhandlung in unsere Stadt. Nicht nur von draußen sieht der Laden schick aus, nein, auch von innen drin kann man einiges machen. In Minecraft gibt es ja schon einiges für die Unterwasserwelt, von daher ist so ein Laden eigentlich schon langsam mal notwendig gewesen und auch eine tolle Sache, sich die in der Stadt zu platzieren. Tja, wir verwenden auch wie immer hier in dieser Folge wieder mal Schiebetüren, von daher gleich mal in die Infobox schauen, da habe ich dir alles ein bisschen zusammengestellt, was du für die Folge mal wieder brauchst. Sonst nicht vergessen, noch zu abonnieren, dann verpasst du solche Videos in Zukunft gar nicht mehr. Daher schnappen wir uns unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start heute holen wir uns erstmal ein bisschen Türkisen wie blauen Zement einmal raus und grauer Beton. Denn steinzige Mauern begleiten uns tiefer, schiefer Fliesen einmal. Denn als Glasfarbe, hellblau, türkis, kannst du dir aussuchen, was du da gerne verwenden möchtest. Dann noch ein paar glatte Steinstufen und ein bisschen Sand. Für unseren Aquariumladen geht es dann erstmal los mit dem Grundriss von draußen einmal gesehen. Dann nehmen wir erstmal unseren türkisen Zement. Ich fange jetzt auf der Vorderseite einmal an und setze mir jetzt hier eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal hin. Denn, würde ich mal sagen, dass mir 4 Blöcke erstmal Platz für den Vordereingang. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke hin. So, jetzt wollen wir mal immer nach hinten gehen. Hier können wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke nach hinten gehen. Insgesamt haben wir 19 Blöcke. So, Rückseite können wir hier einfach zuziehen. Ja, und wir sehen ja dann, wo wir wieder nach vorne ziehen müssen. Da, wo es denn auch vorne hier dieser eine Block ist. So. Wenn wir das Ganze einmal ringsum gezogen haben, nehmen wir jetzt unseren blauen Zement und können darauf 3 weitere Blockreihen einmal platzieren. Wenn du deinen blauen Zement dann einmal herumgezogen hast, wollen wir noch eine letzte Reihe langziehen und zwar jetzt mit unserem türkisen Zement wieder einmal. Den wollen wir natürlich nicht nur draußen einmal platzieren, nein, ziehen wir jetzt auch einmal in den Innenbereich. Und zwar auf der Vorderseite machen wir nochmal 2 weitere Reihen hier in der Mitte einmal hin, sodass wir dann natürlich hier insgesamt eine Breite von 3 haben. Und die restlichen Seiten erweitern wir nochmal um eine weitere Reihe, dass wir hier so um die 2 Blöcke haben. Hiernach kannst du dann gleich schon mal deinen grauen Beton einmal nehmen und da rein dann einfach hier so ein schönes Viereck einmal ziehen mit diesen Blöcken. Hast du denn deinen grauen Beton hier einmal ringsherum gezogen, setzen wir jetzt hier an den Ecken jeweils immer nochmal hier 5 Blöcke einmal rauf und wollen uns dann hier einmal so, unser Kasten, unser Aquariumbecken hier oben drauf einmal platzieren. Wenn wir dann hier den Rahmen erstmal soweit fertig haben, fliegen wir auf die Vorderseite, da wo wir, hier noch ein bisschen was offen gelassen haben. Hier können wir jetzt einmal das so nach vorne überstehen lassen, hier einmal so einen Rahmen ziehen, wo ja später unsere Schiebetür eingebaut wird. Auf der Innenseite können wir oben nochmal eine weitere Blockreihe platzieren. Und an den Seiten setzen wir unsere Mauern einmal hin. Den Boden darunter würde ich euch raten, tiefer, schiefer Fliesen hier einmal auszutauschen. Und den Innenbereich von unserem Laden einfach mal mit hellgrauer Keramik. Ihr könnt auch gerne einen anderen Boden nehmen. Kommt darauf an, wie ihr euch den natürlich farblich noch innen drin gestalten möchtet. Wir befinden uns ja gerade in unserem Laden, das heißt, jetzt könnt ihr einmal eure glatten Steinstufen nehmen und hier auch schon mal die Decke euch reinzeichnen. Dafür empfehle ich jetzt einfach mal ein paar Stufen, die wir hier oben einfach mal hier schön dran setzen und dann hier die ganze Fläche damit ausfüllen. So, bei mir ist die Decke jetzt einmal drin, so sieht es erstmal aus. Jetzt heißt es natürlich, wir fliegen einmal auf unser Dach von unser Aquariumhäuschen. Und zwar, dass ja später so ein richtig großes Aquarium werden, was man sich natürlich betrachten kann aus dem Laden. Das ist jetzt so meine Empfehlung dafür, dass wir, hier noch ein paar Löcher reinschlagen, sodass wir dann noch so ein paar Glasfenster haben von unten, dass du dann oben guckst im Laden, dann natürlich hier das Aquarium siehst. So, jetzt nehmen wir einmal den Sand, um uns das so ein bisschen vorzumarkieren. Ich mache mir jetzt an der Seite hier einfach mal eine Blockreihe von Sand hin. Na gut, das könnte ich jetzt eigentlich erstmal auf jeder Seite hier einmal machen. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir hier mal so ein bisschen die Mitte raus. Ist eigentlich schnell gefunden. Wir haben an den Seiten immer so um die 4 Blöcke. Dann haben wir hier eine schöne Zweier-Mitte. So, ich würde mal sagen, Fenster, wenn ich mir welche platziere, die haben so eine 2er Breite, 4er Länge. Dann mache ich mir dazwischen natürlich auch noch hier so eine 2er Strebe einmal hin. Und dann sollten wir insgesamt hier 3 Fenster reinkriegen. Ja, da kannst du natürlich entscheiden, machst du die einmal komplett einmal lang oder machst du die so getrennt einmal ab hier mit der Mitte, was ich jetzt euch einfach mal empfehlen würde. Da müsst ihr natürlich dann auch hier wieder einmal eure Stufen einmal weghauen. Tja, und danach heißt es dann wieder, nehmen wir unsere Glasblöcke in die Hand und dann können wir erstmal unser Aquarium hier einmal zubauen damit. So ein Aquarium über den Laden ist natürlich was Feines. Wenn wir das natürlich jetzt hier mit unseren Glasblöcken komplett einmal verkleidet haben, müssen wir es natürlich noch einmal mit Wasser befüllen und dann natürlich noch ein bisschen gestalten. Wie das aussehen kann, zeige ich dir mal. Da kannst du natürlich jetzt überall ein paar schöne Korallen dir hinsetzen, ein bisschen Seetang, natürlich ein paar Fische, vielleicht noch Tintenfische rein, vielleicht Delfine, Pipapo, mach dir rein, was du möchtest in deinem riesen Aquarium, gestaltest dir einfach ein bisschen. Mach's dir willkürlich und tob dir einfach mal aus.
Komischerweise bleiben bei mir hier irgendwie die Fische über meinen Glasblöcken kleben. Weiß einer, warum das so ist? Stehen die Fische voll auf Glasblöcke? Ich weiß es nicht. Sieht jedenfalls ein bisschen komisch aus. Na gut, ich habe mir jetzt noch mal ein paar bunte Blöcke rausgeholt. Und zwar ein bisschen grüner Beton. Und zwar möchte ich mir gerne meinen Laden noch ein bisschen optisch verschönern vorne. Und zwar setze ich mir jetzt hier einfach mal ein bisschen Seetang ran. Das kannst du dir einfach willkürlich jetzt hier einfach mal nach oben ziehen. Vergiss nicht Seetang, das ist ja sowieso ein bisschen willkürlich und weht hier so ein bisschen rum. So, auf der anderen Seite machen wir auch noch mal zweimal Seetang hier so ein bisschen hin. Aber nur Seetang vorne wäre natürlich langweilig. Von daher könnte man auch noch ein paar Korallen sich hier hinbauen. Jetzt würde ich natürlich keine richtigen Korallenblöcke nehmen, weil die werden ja ohne Wasser immer grau. Von daher nehmen wir einfach ein paar bunte Betonblöcke, wie wenn du dir die in dein Becken setzt. Einfach willkürlich lässt sich hier noch ein paar überstehen. Jetzt kann man sich natürlich entscheiden, ob du dir sowas dann natürlich nochmal auf die Seiten machen willst oder ob du an der Seite natürlich gleich das nächste Gebäude da einmal ransetzt. Ich lasse mal die Seiten einfach mal glatt, denn bei mir stehen die Häuser sowieso immer vorne an der Straße und an der Seite kommt dann meistens ja mal schon das nächste Gebäude. So, jetzt wollen wir natürlich uns noch mit dem Innenbereich ein bisschen beschäftigen. Da gibt es natürlich immer noch hier eine neue Kiste. Und jetzt wollen wir natürlich hier einmal anfangen, um das Ganze ein bisschen zu gestalten. Ja, wie könnte man dann am besten anfangen? Ich würde mal sagen, in so einem Aquariumladen sollten schon ein paar Becken mit enthalten sein. Von daher würde ich mal sagen, ja gut, kannst du jetzt auf der einen Seite wie auf der anderen Seite bauen oder nur auf einer Seite. Das ist ja ganz dir überlassen. So, wir nehmen erstmal ein bisschen Sand. Dann mache ich jetzt einfach mal an der Wand hier so zwei Reihen einfach mal hin. Und dann müssen wir mal schauen, wie viele Becken wir uns hier hinmachen. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen abgezogenes Holz und da am besten die Würstammform. Ich finde das ganz passend hier, sage ich mal, zu der Farbe, wie jetzt unser Aquariumladen hier an den Seiten ist. Ich lasse mir jetzt immer so drei Blöcke Platz und dann kriegen wir hier insgesamt, würde ich mal sagen, so vier, fünf Becken hin. Müssen wir mal schauen, wie viele Becken wir jetzt hier hingekriegt haben. Vier Stück, ja, vier Stück. Bei unserer Sandschicht setze ich mir noch mal ein paar Treppen hin. Hier nehme ich jetzt einfach mal hier an die Siedtreppen. Denn ich finde bei Treppen immer schick, wenn man dann, sage ich mal, hier noch Glas sich platzieren möchte oder Blöcke halt, dann passt sich das immer gut an den Treppen halt einmal an. So, an den Seiten verwende ich jetzt einmal Mauern, die ich mir jetzt hier nehme, um mir die Becken jeweils hier ein bisschen abzutrennen. Jetzt fällt dir natürlich auf, jetzt haben wir natürlich hier noch so eine kleine Luftlinie über alles hier. Da nehmen wir einfach unsere glatten Steinstufen wieder und setzen die hier noch einmal ran. Danach kann man sich natürlich noch ein paar Glasscheiben rausholen und sich die Becken dann natürlich hier noch einmal zubasteln damit. Du kannst natürlich auch erst noch Wasser reinmachen und deine Becken natürlich noch ein bisschen mit Pflanzen und so hier, sag ich mal, ja, ein bisschen gestalten und dann natürlich die Fische noch reinsetzen. Aber das kann man auch wie immer im Nachhinein noch machen. Ich habe mir noch gedacht, in der Mitte des Raumes kann man vielleicht noch so ein größeres Becken machen, was natürlich noch offen ist, sodass die ja, Besucher oder Kunden halt, wenn man, sag ich mal, in dieses Aquariumladen kommt, sich natürlich noch ein paar exotische Tierchen noch so genau angucken will. Da setze ich mir jetzt einfach mal mit meinen Würstämmen, so vom Abstand her, sag ich mal, auf der Vorderseite so mit drei Blöcken jeweils hin und an der Seite nochmal mit fünf Blöcken so einen Abstand einmal hin. So, darauf setze ich mir einfach noch mal ein paar weitere Sandsteinstufen. In den Boden setze ich mir dann einfach noch ein paar Sandsteintreppen einmal rein. Und dann kann man sich natürlich jetzt, sage ich mal, auf den Treppen mal wieder einfach mal ein paar Glasscheiben nehmen. Das passt sich natürlich wieder einmal gut an hier. Und dann würde ich mal sagen, ja, so ein einfaches Sandbecken will ich jetzt nicht unbedingt haben. Das heißt, hier könntet ihr euch auch noch ein bisschen was freihauen. So, ein bisschen was. Ne? Und dann kann man den Rest hier einfach wieder mal mit Wasser befüllen. Noch hier so einen kleinen Eimer rausgeholt und dann setze ich hier einfach noch mal ein bisschen Wasser hin, dann kann man sich noch ein bisschen besser ansehen. Finde ich immer ganz schick, dass die Treppen ja auch Wasser aufnehmen und dann kann man sich hier so ein kleines Becken damit auch basteln. Sonst hätte ich noch eine Idee, falls ihr euch noch ein paar Pflanzen, sag ich mal, in den Laden stellen wollt, sodass die Kunden das sehen können, würde ich mal hier unten in dieser Ecke mir noch so ein kleines Becken damit basteln. Einfach ein bisschen Sand platzieren, da setzt ihr dann einfach wieder ein paar umgedrehte Treppen einmal ran und dann könnt ihr darauf einfach eine Glasfront setzen. Und dann hättet ihr hier schon ein Becken, wo ihr euch noch ein paar Unterwasserpflanzen einmal hier platzieren könnt, um das, sage ich mal, hier ein bisschen anzupreisen, was die Kunden hier ein bisschen kaufen können. Sonst vielleicht noch so einen kleinen Kassenbereich, einfach mal mit ein paar Blöcken sich hier das so abtrennen an der Seite. Ich mache jetzt einfach hier so einen Kassenbereich von 3x3 in. Im hinteren Bereich vielleicht noch hier so ein bisschen so ein paar Schränke hier, vielleicht mit ein paar Akten oder ein bisschen Fischfutter, was man sich hier noch kaufen kann an der Kasse. Ihr könnt natürlich bei der Kasse auch noch ein bisschen Teppich platzieren oder anderen Boden, um das Ganze ein bisschen abzuheben. Genauso ist das vor den ganzen Aquariumbecken, ne, dass man auch hier noch mal so einen kleinen anderen Boden nimmt, um das Ganze doch hervorzuheben. Man kann auch ganz gut ein paar Bienenstöcke nehmen und sich damit auch noch hier solche Aquarium einmal hinbasteln. Vielleicht noch ein paar Glasblöcke rauf, eine Eisenfalltür, zack, und dann hast du hier noch ein paar Becken, die du vielleicht noch extra verkaufen kannst, wenn einer kein Aquarium hat. Tja, und den Rest hier, was man sich so ein bisschen befüllen kann, zeige ich dir natürlich bei der Tour. Da gehen wir noch einmal im Laden rein, wie es natürlich ein bisschen besser aussieht, wenn es halt eingerichtet ist. Ich stelle mich hier kurz nach vorne und dann wandern wir mal kurz so rüber. Jetzt wollen wir natürlich uns nochmal unser Aquariumladen von innen drin anschauen.
Wir kommen rein und haben natürlich erstmal diese schöne, tolle Schiebetür. Wenn du nicht weißt, wie man sich sowas bastelt, verlinke ich dir das nochmal in die Infobox. Da habe ich es nochmal erklärt, wie man sich solche leichten Türen ganz einfach in Minecraft machen kann. So, schauen wir uns hier einmal um. Wir haben natürlich auf der einen Seite unsere ganzen Aquarium. Jetzt ist natürlich Wasser drin, ein paar Pflanzen und natürlich auch die Fische, die man sich dann hier natürlich mitnehmen kann. Sonst habe ich hier hinten auf der Seite, die ja natürlich sehr frei war, mir einfach noch so ein Regal hingebaut, was ja dafür dienen kann, für so kleine Deko-Sachen, die man sich in seinen Aquarium natürlich noch stellen kann. Sonst haben wir hier hinten natürlich noch unseren Pflanzenbereich, also Wasserpflanzen, die man sich natürlich in seinem Aquarium auch platzieren könnte. Oder auch noch ein paar Aquariumbecken, wenn du noch keins hast. Hier haben wir noch mal ein paar kleine für zu Hause. Und in der Mitte natürlich unser offenes Aquariumbecken mit der neuen Tierart, die ja in Minecraft dazugekommen ist. Tja, im Kassenbereich darf natürlich auch in so einem Laden nicht fehlen. Den kann man sich natürlich auch ganz einfach hier noch so ein bisschen gestalten. Und wie gesagt, hebt euch das Ganze mit verschiedenen Böden so ein bisschen ab. Denn ich finde das immer ganz schick, wenn man, sag ich mal, für, sag ich mal, einen Laden, Innenbereich halt verschiedene Böden im Kassenbereich ein bisschen hervorheben oder auch so Verkaufsflächen, wenn ihr da irgendwie davor noch eine andere Bodenfläche nehmt, hebt sich das hervor, als wenn ihr überall nur den gleichen Boden drin habt. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du natürlich dein Aquarium oder deine Fischhandlung natürlich noch ein bisschen einrichten. Vergesst natürlich nicht nur in die Infobox zu schauen, da gibt es immer noch tolle Videos. Sonst abonniert noch gerne den Kanal, bleibst mal auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.